Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Tja, liebe Leute, wo ist der kleine Stadtstreicher da wieder gelandet? Was hinter mir, ja, ein Mammut, ihr habt das richtig erkannt. Und ich bin im Museum für Uhr- und Frühgeschichte. Beginnen möchte ich meinen Rundgang durch dieses wunderbar eingerichtete Museum für Uhr- und Frühgeschichte, aber in der Ausstellung im Schloss Aspern an der Zeier. Und was hat er wohl im Visier? Offenbar dies Mammuttier. Hier sehen wir ein Mammuthorn. Also wir sind in einer sehr frühen Epoche der Geschichte gelandet. Auch wenn es Steinzeit heißt, man kannte schon Tongefäße. Ja, und auch Musik machte man bereits in der Steinzeit und die klang dann vielleicht so. Und auch in der Jungsteinzeit zog das ewig Weibliche die Künstler schon an. Ein entscheidender Schritt in der Menschheitsgeschichte war auch die Zähmung von Wildtieren. Und das sehen wir hier, dass die Wildtiere immer deutlich größer sind als die Haustiere. Das Grundgerüst eines frühsteinzeitlichen Langhauses, wie wir es dann später als Rekonstruktion noch sehen werden. Ein Schädel eines Steinzeitmenschen. Die Werkzeuge waren noch recht einfach. Die Venus von Willendorf, ein Schönheitsideal aus der Steinzeit. Und hier sehen wir zwei ganz besondere Exponate. Ein Stück Mammutfleisch rechts und daneben die Wollhaare des Wollhaarmammuts. Verlassen wir die Steinzeit und kommen wir zu den Metallzeiten. Mit der Fähigkeit, Metall zu bearbeiten, standen den Menschen, was Werkzeug betrifft, wesentlich bessere Möglichkeiten zur Verfügung. Zunächst mit Kupfer, ein relativ weiches Metall. Durch eine Legierung von Kupfer mit Zinn entstand die wesentlich härtere Bronze und später dann mit der Verarbeitung von richtigem Eisen zu ganz stabilen Werkzeugen war der Mensch eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Werkzeuge zum Bergbau, Werkzeuge zum Bronzegießen, Tongefäße aus der Bronzezeit, Gefäße natürlich auch aus Keramik und Werkzeuge aus Horn oder Knochen. Und in der Bronzezeit begann auch das Pferdezähmen. Das geschmiedete Metall wurde natürlich verwendet, zunächst mal um Pfeil- und Speerspitzen für die Jagd zu erzeugen, aber auch um Schmuck und Gebrauchsgegenstände für die Bekleidung herzustellen. Verstarb ein keltischer Krieger, dann bekam er natürlich seine Bewaffnung mit ins Grab. Die Kelten benutzten zur Metallbearbeitung natürlich Feuer und auch schon Blasbälge. Und es gab auch Holzwerkzeuge.
In Unterhautzental bei Stockerau wurde jenes Grab von zwei Kindern aus der Eisenzeit entdeckt. Man glaubt es kaum, in der Eisenzeit gab es bereits Schädeloperationen. Meistens hat es dann nach solchen Operationen wohl geheißen, Operation gelungen, Patient tot. Hier sehen wir nun keltische Münzen. Was die Kelten hingegen noch nicht kannten, war die Schrift. Und diese Schrift in Form von ersten Schriftzeichen entstand ungefähr 3.500 Jahre vor Christus. Durch die Lage an der Donau war Österreich schon immer ein Gebiet regen Handels und als solches auch natürlich von den Römern besiedelt, die sich mit den benachbarten Germanen, sagen wir mal auf gut Deutsch, matchten. Der Ausdruck Germanen setzt sich übrigens aus den zwei Wörtern Ger wie Speer und Manen wie Männer zusammen. Auch die Langobarden besiedelten zeitweise das Gebiet von Österreich. In der Altsteinzeit waren die Menschen noch Jäger und Sammler. Da musste man dem Wild nachziehen können und daher lebte man hauptsächlich in Zelten. In der Jungsteinzeit begannen die Menschen dann Siedlungen zu bauen, weil man auch langsam aber sicher Ackerbau und Viehzucht entdeckte. Schauen wir mal in so ein Haus hinein. Und was war wohl das? Kleine Hilfe, eine Leiter. Bitte nicht stören, hier ist das Schlafzimmer. Und hier hätten wir den Ausblick ins hauseigene Gärtlein. Und hier wurde offensichtlich gebacken. So, und dieser junge Mann zeigt uns jetzt die Wurftechniken oder Jagdtechniken der Rentier- oder Mammutjäger in der Jungsteinzeit. Sein Name ist Christian Sam und er ist nicht weniger als amtierender Weltmeister in dieser Disziplin. Das Mammut hätte hier wohl keine Chance gehabt. Und ich nähere mich jetzt einer natürlich nachgebauten Siedlung aus der Bronzezeit. Und auch hier wollen wir natürlich sehen, wie es drinnen aussieht. Man merkt, die Leute waren früher etwas kleiner. Ich muss mich hier ganz schön bücken, um durch die Türe zu kommen. Auch hier wollen wir mal sehen, was sich hinter der Türe verbirgt. Ah, offensichtlich eine Art Arbeitsraum. Oh, wieder mal ein Schlafzimmer entdeckt. Nun denn, eines geht noch. In diesem Haus wohnten offensichtlich schon mehrere Leute. Oh, schaut mal, ein Lehnstuhl. Gut geschlafen haben die Leute offensichtlich auch schon damals. Und das war wohl die Arbeitsstätte der Dame des Hauses.
Weiter geht's mit einer Siedlung aus der Eisenzeit. Eisen ja das wesentlich widerstandsfähigere und härtere Metall als die Bronzelegierung. Diese Siedlung ist im Freigelände in Aspern an den Zeyer die umfangreichste. Ab in die Bäckerei. Na dann rein in die gute Stube. Ja, nix gute Stube. Arbeitsplatz ist wohl der bessere Ausdruck. Und da sehen wir auch einen Webstuhl. Oder besser gesagt ein Webgestell. Ja, und hier heißt's Achtung Stufe. Quasi eine Souterrain-Wohnung oder Arbeitsstätte. Aha, man kannte also schon das vornehme Reisen mit einer von Pferden gezogenen Kutsche. Und auch sowas wie Religion oder besser gesagt Kult hielt bereits Einzug ins Leben der Menschen. Sein Name ist nicht Bond, sondern Cerunnos und er war der keltische Gott der Tiere. Nun, dann schauen wir mal nach, was die eisenzeitlichen Handwerker denn so alles erzeugt haben könnten. Schaut mal! Ein weiblicher Backofen. Und gleich dahinter ein Amboss für den Schmied. Ja, und weiter geht's im Handwerkerviertel wieder mal zum Bäcker. Also nagelneu im Museum für Urgeschichte in Aspern an der Zeyer ist diese Rekonstruktion einer frühmittelalterlichen Kirche. Und auch hier sind wir natürlich neugierig und wollen wissen, wie es drinnen aussieht. Man sieht schon den Altarraum und die Plätze für das die Kirche besuchende Volk. Und bevor ich hier Wurzeln schlage, mache ich mich auf den Heimweg.